Buchholz, Gewerbegebiet Trelder Berg, das Mobilitätszentrum der Nordheide. Es begann 2003, als die Firma Stadag von der Soltauer Straße auf den Trelder Berg zog, um sich hier in neuen Räumen zu präsentieren. Mittlerweile ist die Automeile die erste Adresse in der Nordheide, wenn es ums Auto geht. Traditionsunternehmen wie Helmkreis, das Autohaus Wehner mit seinem modernen Neubau, S&K mit Toyota, Renault und Dacia, sowie Hans Tessmer mit der Marke Mercedes, alle bieten hier Service rund ums Kfz. Wo sehen die Unternehmer die Vorteile der Automeile? Also ganz klar in der Gemeinschaft, dass wir gemeinsam Werbung machen können, dass wir gemeinsam Events oder auch eben Verkaufsaktionen, Mobilität für den Kunden entwickeln können. Ein Besuch auf dem Trelder Berg bietet mit über 600 Fahrzeugen eine Riesenauswahl an Marken, Modellen und Kaufoptionen. Für manchen Kunden vielleicht verwirrend oder doch vorteilhaft? Wenn ich irgendwo einkaufen gehe, dann möchte ich es einfach haben, leicht haben. Und dann hat der Kunde die Riesenmöglichkeit, einen Standort zu haben, die volle Auswahl, sich gut zu informieren, alles in einer Hand zu haben, alles an einem Standort. Er muss nicht unterschiedliche Wege suchen, um sich zu informieren, sondern er fährt an einen Standort. Und das ist die Automeile hier in der Nordheide. Mit Synergie und Vielfalt zum Erfolg. Deshalb gibt es hier natürlich auch nicht nur Neuwagen. Die Auswahl an Gebrauchtwagen ist riesengroß. Wie hier bei Firma Reinelt bieten die Unternehmen für jeden Geldbeutel geprüfte Fahrzeuge an. Modern ausgestattete Werkstätten und geschulte Mechatroniker bieten Service und Instandsetzung. Unzählige Experten auf ihrem Gebiet, wie zum Beispiel Jens Hartje, bringen selbst ausgefallene Exoten wieder zum Laufen. Eine Autolackiererei darf natürlich nicht fehlen und rundet den Service ab. Was es sonst meist nur in Großstädten gibt, die Automeile Buchholz, eine Erfolgsstory.